Servus Leute, hi und willkommen zu einer weiteren Folge Outer Wilds mit mir, Mac Mo. Die Uncut Version, you know what I mean. Nee, schön, dass ihr eingeschaltet habt. Leute, wir machen heute ein bisschen weiter mit der Kundung. Das letzte Mal sind wir, ja, von der Supernova überrascht worden. Echt krass. Okay, ich glaube, das ist die Gefahr in diesem Universum. Und es müssen wir irgendwie verhindern. Ich glaube, die Nomai haben versehentlich diese Supernova ausgelöst. Ich bin mir nicht ganz sicher. Das müssen wir rausfinden. Deswegen muss ich heute ganz viele Erkundungen machen. Ich werde auch verschiedene andere Planeten, die wir noch gar noch nicht angeflogen haben, anfliegen. Weil ich habe mir gedacht, ist doch egal. Wenn wir sterben, dann loopen wir sowieso wieder zurück und können das gleich nochmal machen und haben nur einen Erkenntnisgewinn. Und den müssen wir erstmal sammeln. Deswegen habe ich mir jetzt gedacht, in dieser Folge einfach mal überall rumzureisen, was wir halt so sehen und was wir halt sehen können. Ich versuche heute auch auf jeden Fall auf diesen Riesenplaneten zu landen. Mal sehen. Und vielleicht auch ganz weit in die Außenbereiche zu fliegen. Aber genug geredet, legen wir einfach mal los. Dann zeige ich euch, was ich meine. Aber vielleicht wisst ihr das schon. Jetzt schauen wir mal, ob wir da überhaupt hinkommen. Und ob wir dort landen können und wie es dort ausschaut. Bin ich mal gespannt. Da ist wieder die Explosion. Die von mir erwähnte immer und immer wieder. Ganz komisch. Und es ist eben dort bei diesem Riesending, ne? Wir müssen da echt mal hin. Aber was ich erst machen möchte, was wir das letzte Mal nicht schaffen konnten, weil die Supernova uns wieder erwischt hat. Auf diesen ganz sonnennahen Planeten. Auf geht's. Wartet mal, ich schaue mir um. Wo ist der? Die Sand. Sanduhr-Zwillinge, genau. Da müssen wir hin. Starten wir erstmal. Jawohl. Funktioniert. Erstmal abheben. Da. Glutzwilling. Machen wir doch Autopilot. Das passt schon. Und zwar möchte ich auf dem Planeten, der diesen ganzen Sand hat, weil der Sand fließt irgendwann rüber. Ich weiß nicht, ob dieser Prozess immer passiert oder ob wir ihn aufhalten können. Oder was das überhaupt zu bedeuten hat. Das möchte ich auch echt gerne mal rausfinden. So. Ich hoffe, er bremst jetzt mal gut ab. Die Sonne ist noch schön gelb, Gott sei Dank. Wir wollten doch dahin, dachte ich. Oh! Okay, sehr gut. Da ist jetzt noch ganz viel Sand drauf. Da ist nichts zu sehen. Die ganze Technologie ist noch unter dem Sand. Tja, ich weiß ja nicht, wo wir dann landen sollen am besten, wenn ich nichts sehe. Es ist halt blöd. Wirklich doof. Zwillingsasche heißt der. Okay, wir machen jetzt... Oh Gott, wir rotieren hier so blöd mit. Wir machen die Landekamera und versuchen mal da runter zu kommen. So. Ich lande jetzt einfach mal drauf. Noch 200 Meter. 150, 100. Wir müssen langsam abbremsen. Okay, wir sind drauf. Gut. Ihr landet. So. Das ist schon echt verrückt, hier auf so einem Planeten drauf zu sein. Wow, shit, da geht's los. Oh nein, unser Raumschiff. Oh nein! Nein! Wir haben wirklich den schlechtmöglichsten Zeitpunkt. Er wird von der anderen... vom anderen Planeten angezogen. Oh mein Gott, unser Schiff ist verloren. Wir sind verloren. Na egal. Ich habe ja gesagt, es ist nicht so wild, weil... es ist halt einfach nicht so wild. Wir können auch mal ein bisschen mit abheben. Wir könnten ja auch notfalls darüber, was wir aber nicht machen. Genau, hier ist etwas. Komm schon. Da bildet sich die erste Struktur. Autsch. Ich hätte nicht gedacht, dass es so heftig wird. Unser Aufprall. Ah Gott, bis jetzt haben wir noch nichts an Erkenntnis gewonnen, aber uns echt heftig wehgetan und unser Schiff verloren. Also wirklich dumm gelaufen bis jetzt. Es ist schon echt abgespaced, wie hier die Sonne um uns rotiert. In dieser Frequenz, voll verrückt. Ich glaube, da oben haben wir nichts. Da können wir nichts tun. Der Sand muss noch mehr weggehen, damit wir hier überhaupt irgendwas an Struktur erkennen können. Aber wir haben ja gesehen, dass der komplette Planet von einer Struktur durchzogen ist. Das letzte Mal, da ist ein Komet. Hallo, was ist das? Er ist ja hier gleich bei uns. Schlägt denn die Sonne jetzt ein?
Könnte ich mir gut vorstellen. Was passiert da? Okay, die Struktur ist größer geworden. Bald kommt wieder das Ding. Da müssen wir uns in Acht nehmen. Sonst werden wir auch auf die andere Seite geschickt. Hey, der Komet ist wieder hier. What the shit? Das müsste ich echt mal von außen mal betrachten. Okay, ich wundere mich jetzt, dass wir nicht noch mehr sehen von den Strukturen bis jetzt. Das müsste doch jetzt endlich mal hier ein bisschen was freigelegt werden. Hier kommt wieder der... der Sunstream. Ich glaube, unser Schiff können wir vergessen. Das wird wahrscheinlich jetzt irgendwo verschluckt werden vom Sand. Wie verrückt ist das eigentlich? Schaut euch das mal an. Das ist echt verrückt. Ich sehe leider noch nichts. Außer dem Ding da hinten, aber das ist noch nichts. Es gab da irgendwie so eine Bahn rumherum, kann ich mich noch erinnern. Noch ist nichts zu sehen. Da, hier. Konstrukt, endlich mal. Moment. Moment, was ist das? Haben wir nicht irgendwas gelesen, dass diese Konstruktion hier irgendwie den Quantummond lokalisieren kann oder so? Aha, schau mal her. Hier wirst du nach oben gehievt. Schade, ich hätte gedacht, vielleicht, aber nö. Treibstoff nicht mehr so viel da. Wir sind eh des Todes. Wie sollen wir das hier überhaupt überleben? Wir haben kaum noch Sauerstoff, der Sand. Wird die Sonne schon rötlicher? Kommt mir so vor, ne? Jetzt, wo ich es weiß, sehe ich sofort. Okay, das hat uns jetzt auch nicht viel gebracht. Gehen wir ein Stückchen weiter. Irgendwas sehen. Aha, da schon mal her. Da gehen wir doch mal hin. Komm, 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 Junge. Hopp, hopp, hopp. Autsch, wir haben uns schon wieder schwer wehgetan. Was mache ich nur? Gott, nein, nein, nein. Wir müssen da schnell hoch, bevor wir es nicht mehr können. Aha, what's this? Da geht's nach oben. Ist lustig. Aha, hier gibt's was zu. Hier ist ein Kodex. Ich habe nur keine Ahnung, wo wir ihn einsetzen könnten. Wäre cool, wenn wir irgendwo einen Ort finden, wo wir ihn lesen könnten. Ne, nicht fallen lassen. Vielleicht ja hier unten, wenn wir Glück haben. Oh, kann unseren Anzug zerstören. Da! Sehr gut. Mal sehen, ob wir irgendwas Nützliches rausfinden können. Freunde aus der hängenden Stadt, wir planen das Projekt Zwillingsasche im Hochenergielabor im Äquator des Glutzwillings. Ich habe mich auf dem Glutzwilling verlaufen. Ich bin dankbar, dass mich Raimi gefunden hat, aber das Hochenergielabor ist das Gebäude mit den großen Solarkollektoren. Ich bin überrascht, es nicht gesehen zu haben. Ah ja, das Hochenergielabor, alles klar, ich verstehe. Ich kann mir vorstellen, dass unser sonst so schlauer Conroy seinen Kopf verlieren würde, wenn es anatomisch möglich wäre. Okay, das ist doch ein Warp-Ding, oder? Sehe ich das richtig? Wie geht denn das? Genau über uns ist das Zeug. Tatsächlich sind wir im Gebäude, sonst würden wir da hochgezogen werden. Okay, jetzt müsste noch mehr freigelegt sein. Das hat uns jetzt nicht so viel gebracht, ehrlich gesagt. Aber wir können jetzt endlich hier diesen Kreis ziehen. Nicht ganz, wie ich sehe. Okay. Mist. Wollen wir dann zuerst in die andere Richtung gehen? Wir haben kaum noch Sauerstoff. Naja, wir werden elendig sterben. Oh, Moment.
Was ist denn das hier? Moment. Ist ja krass, oder? Aber das hier ist ein Teleporter. Nur er geht gerade nicht, oder wie geht der nochmal? Ich weiß es nicht mehr. Oder können wir ihn gerade nicht auslösen? Ah, Mist. Ja, 60 Sekunden. Werden wir wohl nicht mehr viel schaffen, hm? Shit! Oh, es ist nicht genug freigelegt worden. Was ist das? Nee, es ist noch nicht genug freigelegt worden. Wie verrückt ist dieses Game eigentlich, was man hier so machen kann. Aber jetzt leider haben wir nicht viel rausgefunden. Und wir sterben jetzt. Kommen wir zu unserem Schiff vielleicht? Oh oh, wir haben Probleme. Jetzt Evito. Nein! Scheiße. Ja, okay. Das war das. Ich bin aber nicht zufrieden mit dem, was wir rausgefunden haben, nämlich fast nichts. Denn ich weiß immer noch nicht, was sie dort mit diesen Zwillingsplaneten da überhaupt vorhaben. Und ob das vielleicht nicht der Grund für die Supernova ist. Also so sind wir noch nie aufgewacht. Warte mal. So. Was anstellen soll jetzt. Okay, lasst mich mal überlegen. Wir gehen jetzt mal die Karte. Ja, schauen wir uns mal die ganzen Schiffslog mal an, bevor wir jetzt den nächsten Schritt unternehmen. So. Okay. Das ist nicht viel, was wir rausgefunden haben. Hier. Die Nomai berieten sich über den Bau einer Sonnenstation, um das Projekt Zwillingsasche zu betreiben. Ja, genau. Genau. Mehrere große Nomai-Türme bilden einen Ring um den Äquator von Zwillingsasche. Genau. Ich weiß, dass es da noch mehr zu entdecken gibt. Würde ich auch gerne. Sollen wir diesem Hinweis vielleicht nachgehen? Was ist hier? Schwarzdorn. Wir müssten irgendwann mal nach Schwarzdorn. Und Tiefen der Riesen. Und hier, was ist das? Mhm. Ja. Was ist hier eigentlich los? Der Quantummond, den haben wir auch noch nicht gefunden. Okay, wir besuchen jetzt mal einen völlig fremden Planeten. Ich brauche einfach neue Anhaltspunkte. Ich habe das Gefühl, nicht wirklich groß weiterzukommen. Also gucken wir uns mal um, was es hier für welche gibt. Wir haben die Zwillinge hier, ja? Wir haben den bröckligen Krater. Wer ist der Eindringling? Das ist jetzt zwar ziemlich verrückt, aber versuchen wir mal dorthin zu kommen. Ich weiß ja nicht, ob das funktioniert. Ich glaube, der Eindringling ist dieser Komet. Könnte ich mir vorstellen. Ich will es mir mal anschauen. Vielleicht sterben wir jetzt auch wieder mal. Wäre ja nichts Neues, oder? Aber wie gesagt, das ist ja eigentlich alles nicht so schlimm. So. Planeto. Da ist er. Jetzt bin ich mal gespannt, ob der Autopilot mit dieser Anweisung klarkommt. Mal sehen. Gott, wir beschleunigen ja bis, hallo, fast 1000 Meter in der Sekunde. Noch höher sogar. Da unten ist dieser andere Planet. Das ist dieser Komet. Ich frage mich, ob wir das schaffen, darauf zu landen. Aber der ist auch recht schnell, also das wird was werden. Da links ist auch irgendwas. Oh mein Gott, wir sind jetzt ziemlich weit draußen. Hallo? Was macht der da? Das ist Comet. Ziel nicht erreicht, ja. Alles gut, Autopilot. Du hast halt auch eben deine Mängel. Du musst nur die Geschwindigkeit anpassen, dann wird das was. Das ist verrückt. Probieren wir das mal.
Ups. Oh Gott, wie hoch ist die Schwerkraft? Wahrscheinlich kaum vorhanden hier. Moment, wir brauchen Anzug. Okay, na mal sehen, ob wir hier irgendwas rausfinden können. Das ist auf jeden Fall ein eisiges Gebilde. Ist das verrückt, da drauf zu sein? Schwerkraft ist nicht vorhanden eigentlich. Was ist das eigentlich hier? Ich frage mich, ob wir hier überhaupt irgendwas rausfinden können. Es wird trotzdem witzig, dass wir. Oh, wir glitschen. Glitschen. Wir schlittern hier auf dem Eis umher. Ist das verrückt, auf einen Komet drauf zu sein, oder? Allein schon die Vorstellung ist doch völlig verrückt. Oh. Hier ist eine Nomai-Struktur. Ja, krass. Moment, mal lesen. Das ist bedenklich. Es scheint, als wolle der Komet unser Shuttle im Eis begraben. Wenn wir noch viel länger auf der Oberfläche bleiben, wird das ganze Shuttle komplett einfrieren. Selbst wenn, könnte es nicht einfach jemand zu Hause zur Schwerkraftkanone auf Glutzwilling zurückrufen? Die Schwerkraftkanone, aha. Ja, aber die Erkundung des Kometen wäre bedeutend schwieriger ohne das Shuttle, bis es jemand erst zurückruft. Wir hätten vielleicht nicht auf der Schattenseite des Kometen landen sollen. Ich finde, jemand sollte im Shuttle bleiben, um es warm zu halten und die Lage auf der Oberfläche weiter zu beobachten. Das ist ein guter Vorschlag, Clary. Wenn es dir nichts ausmacht, könntest du hier warten, während Poke und ich weiter die Oberfläche untersuchen. Das Shuttle ist komplett eingefroren, so, so. Ja, sieht man ja. Das ist also ein Shuttle. Ja, so eins haben wir auch schon bedient. Jetzt. Verstehe ich. Ja. Oh nein, wir schlittern wieder. Hier ist das Eis so krass. Immer schauen, ob wir irgendwas anderes noch entdecken. Ich glaube aber nicht. Das war einfach nur Gormet. Gormet. Wir gehen zum Schiff zurück. Es ist mir alles zu heikel hier. Autsch. Oh, wir kommen der Sonne ja so nahe. Das ist so beängstigend. Da ist diese komische Station. What the shit? Alter, das ist saugefährlich. Die Gravitation spielt hier verrückt. Hallo? Ich verliere den Kontakt zu diesem Kometen. Wo ist das Schiff? No! Es ist wieder passiert, Leute. Es ist wieder passiert. Es war zu heftig. Man, es ist sehr gefährlich, auf dem Eindringling zu landen. Wenn wir näher kommen könnten. Komm schon. Jetzt kommen wir näher. Könnten wir es vielleicht ins Gefährt schaffen? Unser Treibstoff reicht schon aus. Beschleunigen noch ein bisschen. Dürfen nur nicht übertreiben, sonst haben wir Probleme abzubremsen. Ja, ich weiß schon, ich weiß schon, ich weiß schon. Okay, jetzt sind wir gut. Jetzt sind wir fast zu schnell. Aber wir werden schon wieder langsamer, passt schon. Der fliegt in die Richtung. Wir fehlen ihm, wenn wir nicht aufpassen. Was ist denn da passiert, bitte? Wie verrückt ist das? Oh, es ist fast nicht möglich. Oh mein Gott, es ist viel zu schnell. Viel zu schnell. Wir können die nicht einholen. Doch, jetzt sind wir wieder schneller. Ich verstehe die Flugbahn des Schiffes nicht. Und unser Treibstoff geht aus. Fuck! Jetzt kommen wir Gott sei Dank mal näher. Ich muss nur aufhören, den Schub zu geben. Sonst haben wir bald keinen mehr. Oh Junge, das ist doch nicht möglich, dass wir jemals wieder an Bord kommen. Oder? Sind wir James Bond? Ja, das ist unmöglich. Der rotiert, glaube ich, um die Sonne. Oder was macht der da? Kommt kaum näher. Ah, okay. Ich weiß jetzt eins. Auf den Kometen sollten wir nicht landen. Ja, jetzt verlieren wir wieder am Boden. Ja, das schaffe ich nie, denke ich. Wir gleichen uns zweimal mehr an. Aber unser Treibstoff geht uns jetzt aus und das war's dann. Fuck! Es ist knapp! Okay, das war's. Das war's. Wir sind verloren, offiziell.
Das ist doch bescheuert, wir waren nah dran. Und ja, okay, die Sonne. Fuck! Ja, okay. Aber wir haben schon ein bisschen was rausgefunden. Also es war nicht umsonst. Ich weiß jetzt, dass ich darauf nicht mehr landen will. Und wir haben einen kleinen Textlog dort gefunden. Wenn man auf der Rückseite landet, dann friert alles ein. Aber wenn man auf der Frontseite landet, dann wird man von den Gravitationsenergien einfach abgestoßen. Denn das Ding ist zu klein, um eine eigene Schwerkraft zu haben. Okay, nächster Planet. Wollen wir mal den verrückten Schwarzdorn besuchen? Mal sehen, welcher Planet der nächste ist. Gucken wir mal. Ja, Schwerkraftkanone. Ja, ja, ja. Irgendwas hat es mit irgendwas zu tun. Ne? Auf dem waren wir gar nicht, aber ich weiß gar nicht, ob man auf dem landen kann. Was ist das? Der Quantummond. Ja. Den haben wir noch nicht wirklich gefunden. Das ist dieser explodierte. Okay, wir sind da noch nicht. Ah, und da ist das Zerbrochene. Eine Sondenkanone, eine Umlaufbahn. Das ist eine Sondenkanone. Sondenorbitalkanone. Und die ist zerstört worden. Das ist das, was explodiert die ganze Zeit. Okay. Und das ist dieser Schwarzdorn. Ich weiß nicht, ob man darauf landen soll. Wir gucken mal, was von der Karte jetzt als nächstes da ist. Machen wir es so. Ja. Ja, okay. Es ist jetzt logisch, dass wir erstmal zu den Untiefen gehen. Bin mal gespannt, ob wir da irgendwas jetzt rausfinden können. Und wenn wir dann alles mal abgecheckt haben, dann suchen wir mal gezielt und nach Hinweisen. Also, wir gehen denen nach. Das will ich damit sagen. Ganz gezielt. Also gut. Das ist ein Riesenplanet. Und der hat hier auch noch einen Mond. Und wir sehen ihn jetzt auch. Ich möchte zuerst auf diesen Mond landen, ehrlich gesagt, oder mir diese Sonde da anschauen. Wir sind viel zu schnell. Hallo? Gleich krachten wir. Gott sei Dank haben wir es abwenden können. Der Autopilot gibt so Stoff, ne? Das ist nicht mehr verrückt. Das ist nicht mehr verrückt, ne? Das ist nicht mehr wahr. Ist doch total wahnsinnig. Okay, ich verstehe langsam die Pfeile. So kannst du die Rotation ein bisschen bestimmen. Gott, dieser Planet ist schnell unterwegs. Gott sei Dank haben wir keinen Treibstoff in diesem... Also... Der Planet ist zu schnell für uns. Ich habe jetzt den Autopiloten angemacht, damit der uns ein bisschen auf Geschwindigkeit bringt. So, jetzt alle. Er bremst hoffentlich selber noch ab. Tut er, tut er, tut er. So, wir haben jetzt die Umlaufbahn einigermaßen erreicht. Hier ist diese diese zerstörte... Ich frage mich, ob wir uns diesem Ding hier angleichen können. Hä? What? Oh, nicht gut. Das war nicht gut. Alter, nein. Was zum Teufel? Alter, dieser Planet ist ja Mörder. Was macht denn der? Wenn ich X drücke, da oben steht ja gedrückt halten, Geschwindigkeit anpassen, dann passt man sich der Geschwindigkeit an. Nur das Problem ist, er ändert auch den Kurs. Das hätte ich überhaupt nicht gedacht.
Okay, deswegen gehen wir jetzt näher ran und versuchen mal, dann die Geschwindigkeit anzupassen. Oh mein Gott, ich habe so Schiss, Leute. Das ist so schlimm hier. Können wir endlich mal hier uns die Geschwindigkeit anpassen? Ja, endlich. Weil dann können wir auch vielleicht irgendwie drauf landen. Wir sind jetzt ziemlich nah dran. Vielleicht sollten wir einen kleinen Weltraumausflug machen. Ist halt gefährlich ein bisschen, ne? Liebsten wäre es mir, wenn wir irgendwie drauf landen würden. Und dann hoffen. Die Frontscheinwerfer sind beschädigt. Ich sehe gar nichts, leider. Ich denke, wir sollten jetzt aussteigen. Falls wir das können. Wir müssen mal was reparieren außerdem. Hallo, nein! Weltraumspaziergang. Okay, hier sehe ich's. Da ist was kaputt. Da ist der Scheinwerfer im Arsch. Nein! Sehr uncool, sehr uncool. Sehr uncool. So. Okay. Jetzt haben wir es, glaube ich, einigermaßen aus. Genau. Okay, gut. Das ist das Erste. Was war denn noch alles kaputt hier? Hä? Da. Dieser Scheinwerfer hier. Ist auch kaputt. Hier. Ist komplett kaputt. Jetzt ist er repariert. Keine Ahnung, was sonst noch kaputt ist. Ich sehe jetzt nichts funkeln. Gehen wir mal dahin. Das wird's egal. Wir müssen ja irgendwas rausfinden. Ich gebe voll Schub halt, ne? Der geht überhaupt nicht. Die Rotation ist so schwer zu kontrollieren, ne? Kommen wir der Sache mal. Ich hab's geahnt. No! Das ist nicht das Ding gewesen! Ja, okay. Jetzt wird's echt unheimlich. Es wird super unheimlich jetzt. Was zum Teufel? Das Schiff ist weg. Es ist so unheimlich hier. Irgendein Stream hat mich da oben befördert. Keine Ahnung, was da unten ist. Das ist einfach nur. Es ist einfach nur beängstigend. Versuchen wir mal eine Landfläche irgendwie zu erreichen. Was sind das für rote Dinger da unten? Mein Gott. Es ist ultra beängstigend. Das Schiff ist gar nicht so weit weg, aber wir werden die Atmosphäre niemals verlassen können. Ja, es ist natürlich Schmarrn, ne, was wir jetzt hier tun. Wir werden auch bald keinen Sauerstoff und nichts mehr haben. Hier ist so ein Wirbel. Welcher Mensch oder welches Wesen würde so etwas tun, wenn er nicht wüsste, dass er sowieso wieder zurückkommt? Das ist sowas von verrückt. Okay, jetzt wird's echt krass. Jetzt wird's krass. Ha! Wir sind in die Atmosphäre geschleudert worden. What? Wir sind in die Atmosphäre durch dieses Ding geschleudert worden.
Das Schiff kriegen wir nie. Und jetzt fallen wir wieder zurück. Ach, komm! Hier ist wenigstens eine Landmasse. Ich weiß nicht, ob wir auch darauf landen können. Ich glaube kaum, dass wir hier aus dem Wasser kommen. Ich weiß auch nicht, ob wir jemals wieder gerettet werden können. Ah, das schon mal her. Das ist auf jeden Fall... Doch, ich glaube, wir können es schaffen. Oh Gott. Ist das unheimlich hier. Ja, wir kommen hier, denke ich, raus. Das schaffen wir schon. Boah, krass. Wir sind gelandet. Hier kann man gut mit dem Schiff landen, weil du wirst automatisch hier runtergedrückt. Okay, hier hätte ich landen sollen. Na egal. Ich lasse mich halt zu schnell ablenken. Ich sehe eine Sache und denke mir, ah ja, da schau hin. Schauen wir uns das mal an. Schwerkraft ist hier doppelt so schwierig. Oi, oi, oi. Oh, wir kommen hier nicht rein. Ist kaputt. Statuenwerkstatt. Moment, gibt es hier eigentlich Luft in der Atmosphäre? Okay, geht's hier noch weiter? Okay, hier können wir weiter. Und dann können wir hier rein. Sauerstoff. Gott sei Dank, wenigstens das. Ich bezweifle nur, dass wir jemals zu unserem Schiff zurückkehren können. Was ist denn hier los? War das irgendein Transportmittel? Sieht irgendwie ein bisschen so aus. Also gut. Können wir etwas erfahren? Hier sehen wir endlich mal... Aha, das ist dieser Wirbel. Ist das nur das Symbol für den Planeten? Vielleicht, ne? Okay. Sie werden die Gedächtnisstatuen heute Abend testen. Phlox sagte, es könnte gefährlich werden. Also sollten wir nicht hingehen. Aber was wäre, wenn wir die Tür nicht benutzen und uns auf den anderen Wege reinschleichen? Macht irgendwer mit? Ich möchte den Test ebenfalls sehen, Lami, aber das ist ein großes Risiko. Wir sollten es lieber nicht tun. Vielleicht zeigt uns Phlox einen späteren Test. Phlox hat es uns ausdrücklich verboten. Irgendeinen Test durften sie nicht sehen. Frag mich, was für eine Art Test das war. Da unten ist noch viel, viel mehr. Okay, mal sehen, wie wir da hinkommen. Gott, die Schwerkraft ist hier viel krasser. Viel krasser! Gut. Das ist nur das Symbol hier, ne? Okay, Moment. Der Test, ist das hier? Vielleicht hat es was damit zu tun. Moment, das ist wieder diese Teleport-Zeug. Hier gibt es vielleicht was zu lesen? No. Ja, das ist das Teleport. Uiuiuiui. Hier ist was zum Lesen. Aber da kommen wir nur hin, wenn wir da reinlaufen. Das ist ein ziemlich unfreundlicher Planet. Sah gar nicht so aus. Willkommen auf den Untiefen der Riesenfreunde. Ich freue mich sehr darüber, dass ihr bald die Statuen sehen werdet. Sollte ich mich... nicht in meinem Heim sein, halte ich mich bestimmt in meinem Werkstatt auf, im Inneren der Insel. Im Inneren, da ist die Werkstatt. Diese Stürme sind so beängstigend, Mann. Kommt das Ding näher? Fuck! Was ist denn jetzt los? Was ist denn jetzt los? Autsch, wir sind... Hallo? Warum fliegt er nach oben plötzlich? What? Wir sind jetzt auf dem Ding da drauf, wo ich da drauf wollte. Warum fliegen wir so komisch weg?
Das ist ein Teleport. Der jetzt wieder aktiv ist, warum auch immer. Hä? Uns hat der Strudel... Alter, ist das verrückt. Ich kapiere ja noch nichts, ne? Ich kapiere hier noch gar nichts. Oh, wir sind wieder unten. Oh, die Schwerkraft ist hier wirklich nervig. Sehr hoch. Das ist ein Teleporter, aber nur hierher. Von dieser Forschungsstation hierher. Okay, was ich aber nicht kapiere, ist, wie wir da nach unten reinkommen. Hier sind wir reingekommen. Aber was mit den tieferen Ebenen? Das war jetzt reines Glück, dass wir da hochgehievt worden sind. Und dann habe ich einen Teleporter getestet und war schon wieder hier. Mist. Schwierig. Schwierig. Ja, wir können ja nur hoffen, dass wieder so ein Wirbelsturm kommt. Wie verrückt war das, oder? Ich finde, diese Wetterphänomene sind super beängstigend, Mann. Okay, wir kommen hier aber auch nicht weiter. Wir brauchen so einen Wirbelsturm. Ansonsten wüsste ich nicht, was wir noch tun sollen. Die Schwerkraft ist so hoch, dass wir nicht mehr so eine kleine Kante schaffen. Nö. Nö. Kommt da wieder so ein Ding? Diese Wirbelstürme sind super spooky. Ich glaube, wir kommen hier nie wieder weg, Leute. Hier ist auch nichts mehr. Okay, egal. Ja, dann. Aha, da unten. Autsch. Da unten, da kommen wir her. Ich Dummi. Okay, das war's jetzt mit uns, denke ich. Da kommt wieder Wirbi. Wirbi-Sturmi. Ja, ja, Treibstoffmenge ist unter Grenzwert. I know that. Aber ich kann auch nichts tun. Hallo, geh halt da hoch. Endlich. Wie beängstigend ist das hier bitte? Ha? Jetzt kommt die. Die kommen wieder. Oh Gott, wir wissen nichts, ne? Wir wissen gar nichts. Ich habe nichts rausgefunden. Es war so ein. Ich weiß nicht, so eine Überraschung, da oben auf dem Planeten rauszukommen. Scheiße. Und ich habe ja solche Ängste vor tiefem Wasser und dann müssen wir ausgerechnet an so einem Planeten sein, wo sowas existiert. Geht's schlimmer? Nein. Ich glaube nicht. Probier nochmal dahin zu kommen. Vergiss es einfach. Und da beenden wir den Run. Es ist nur die Frage, wie wir sterben. Schaut mal, der rotiert so, das sind zwei verschiedene Richtungen. Waren wir in dem schon drin? Keine Ahnung. Jetzt wird's wieder spooky as hell. Shit! Oh Mann. Stößt er uns ab? Ich hab das Gefühl, der stößt uns ab. Nee, jetzt hat er uns erfasst. Jo, alles klar, oder? Oh, die Sonne sieht schon richtig freundlich aus. Nicht. Jetzt fallen wir wieder runter. Die Gravitation zieht uns wieder an. Und die Sonne explodiert auch gerade.
Na, dann können wir das Ende der Welt hier erleben. Ist das alles verrückt, ey. Es ist irgendwie super beängstigend alles, ey. Das Spiel macht mir mehr Angst als irgendein Horror-Game. Ohne Schmarrn. Das ist der reinste Horror hier. Ja, ich bin nur gespannt, wann es hier abgeht. Ihr wisst, was ich meine, oder? Wir werden wieder reingezogen. Ist die Sonne nicht gerade explodiert? Ne, es sah nur so aus. Wir haben keinen Treibstoff mehr. Es ist alles hoffnungslos. Er verwendet jetzt Sauerstoff für Antrieb. Kennen wir diese Insel schon oder ist das eine andere? Kommt mir nicht so bekannt vor hier. Das Coole ist, hier ist Sauerstoff. Ne, das ist nicht bekannt. Komm, lass uns mal hier raus. Komm nicht raus oder was? Komm schon. Immer noch nicht ganz. Hier. Hier dürfte es gehen. Oh, Gott sei Dank. Wir haben noch was entdeckt hier. Hier ist ein Eingang. Okay. Damit habe ich jetzt schon überhaupt nicht mehr gerechnet. Ah! Der spielt es. Gabro. Gabro. Ach, du bist es. Schön zu sehen, dass du es in einem Stück hier geschafft hast. Der erste Start allein ist der Hammer, oder? Das wird jetzt total schräg klingen, aber ich glaube, in letzter Zeit höre ich einfach nicht auf, andauernd zu sterben. Keine Ahnung, was das bedeutet. Es ist wirklich merkwürdig. Ich weiß, was du meinst. Was ist mit dir? Bist du in letzter Zeit gestorben und geht das nur mir so? Nein, mir geht es auch so. Wir stecken in einer Zeitschleife. Die Zeit verhält sich merkwürdig in letzter Zeit. Ja, eine Zeitschleife würde so einiges erklären. Toll. Das nimmst du ja ziemlich gelassen hin. Was war denn jetzt los? Du aber auch, wie ich sehe. Was ist denn hier eingeschlagen gerade eben? Ich persönlich mag ja neue Erfahrungen. In der Zeitschleife war ich bisher noch nie. Ich meine, ich glaube, ich war bisher noch nicht in einer Zeitschleife. Was passiert hier? Es scheint, als ob nur du und ich bewusst wahrnehmen, dass die Zeit total verrückt spielt. Ich habe versucht, Hornfels anzufunken, nur nachgefragt, ob alle gerade gestorben wären. Aber ich glaube, Hornfels hat mich nicht ganz ernst genommen. Selbst wenn ich Hornfels von der Zeitschleife erzählen würde, niemand würde sich nach der nächsten daran erinnern. Niemand sonst bemerkt, dass etwas nicht stimmt. Und noch etwas ist merkwürdig. Bei jedem Tod laufen meine Erinnerungen vor meinem inneren Auge noch einmal ab. Ich bin mir ziemlich sicher, dass das mit der steinernen Nomai-Statue zusammenhängt, die ich auf einer der Inseln gefunden habe. Ich betrachtete sie einfach und plötzlich öffnete sie die Augen und fing an zu glühen. Sie spielte meine Erinnerungen ab, genau wie ich sie mit meinen eigenen Augen erlebt hatte. Genauso fühlt sich jeder meiner Tode an. Mir ist das gleiche mit der Statue im Museum passiert. Die also auch? Dann haben die Nomai-Statuen definitiv etwas damit zu tun, dass nur wir diese Zeitschleife bemerken. Also ohne glühende Statue kein Wahrnehmen der Zeitschleife. Daran werde ich anknüpfen, auf der Suche nach Antworten. Wenn du noch etwas anderes über die Statue und die Zeitschleife herausfindest, lass es mich bitte umgehend wissen. Danke, ich werde dich erwarten. Ey, die Sonne ist gerade explodiert. Ich hab's gehört. Hallo? Quantengedicht. Ich versuche das zu überschreiben, damit wir endlich zu ein paar Gesprächen kommen, aber das war's jetzt. Irgendwas ist hier abgestürzt. Aber die Sonne ist eh explodiert. Oh mein Gott. Da schaffen wir schon mal was und dann explodiert das Ding. Oh, dieser Planet ist so beängstigend. Und ich wollte eigentlich das Ding da oben erkunden. Und dann passiert so ein verrückter Mist.
Also, unsere heutigen Expeditionen sind chaotisch. Die Hälfte der Zeit ist vorbei und wir haben noch nichts Anständiges geschafft. Aber wir, ja, Erkenntnisgewinn. Da ist die Station. Ich frage mich, ob hier der Eindringling, der Komet, das zerstört hat. Ist der das? Könnte sein, oder? Gucken wir uns mal unsere Hinweise an. Und versuchen wir einmal auf Schwarzdorn zu landen, wobei ich glaube, das wird tödliches Unterfangen. Die Verknüpfungen nehmen zu. Auf dieser Insel müssen die Nomai-Statuen geschaffen haben, wie jene in unserem Observatorium. Ich fand eine Nomai-Statue am Strand. Sie sieht genauso aus wie die in unserem Observatorium. Ja, was heißt hier? Ich fand sie. Ich war noch mitten im Gespräch. Fand es doof. Mann. Okay. Das könnte wirklich der Ding gewesen sein, der das zerstört hat. Versuchen wir mal Schwarzdorn zu erreichen. Das wird ja was werden. Na gut. Ich glaube nicht, dass wir da hingehen sollten, aber ehrlich gesagt, warum auch nicht? Da waren wir noch nicht und vielleicht gibt es ja da irgendwas zu entdecken. So, Autopilot machen wir gleich an. Ich glaube, jetzt ist es einigermaßen safe. Okay. Jetzt hat er sich ausgerichtet. Jetzt beschleunigt er. Naja, da können wir uns ein bisschen entspannen derweil. Jetzt versuchen wir mal richtig zu landen. Ich denke mal, dass dieses Gebilde da immer noch eine Gravitation hat. Hoffe ich mal. So. Das sieht ja echt aus, ne? Es wäre irgendwie zerrissen worden von diesen Pflanzen, die jetzt auch auf unserem Heimatplaneten sind. Boah, kann man da überhaupt landen? Da ist ein Anglerfisch. Und zwar bestimmt ein lebendiger. Wollen wir uns den Scheiß mal angucken? Versuchen wir mal, uns das anzugucken. Das sind mehrere Anglerfische. Das ist eine gute Idee? Ich glaube nicht. Ich glaube, das ist super tödlich hier. Diese Punkte sind garantiert diese Anglerfische, nicht wahr? Naja, mal sehen. Die Musik wird auch sehr unheimlich hier. Und überall sind Dornen, das macht es natürlich sehr gefährlich. Oh mein Gott, oder? Da ist er. Nö, der Punkt ist verschwunden hier. Wie kommen wir zu irgendeinem Kern? Wie unheimlich ist das hier bitte? Ist das überhaupt ein Kern? Was ist das? Ich habe das Gefühl, wir sind schon viel weiter geflogen, als es hätte sein dürfen. Es ist der gleiche Effekt wie mit der Pflanze auf Holzkamin, also weil es innen drin viel größer ist als draußen. Das ist ja verrückt, oder? Das ist super unheimlich. Was ist das für ein Stoff? Was soll ich denn machen? Shit. Wir sollen das Ding verlassen. Zur Reparatur. Das ist mir aber fast schon zu gefährlich hier. Ey. Aber wir müssen wohl. Der Autopilot ist beschädigt. Okay.
Okay. Okay, dann. Wir müssen wohl das reparieren. Fuck. Oh mein Gott, bitte jetzt nicht sterben. Langsam, 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 langsam. Langsam. Wo ist denn hier was kaputt? Hier. Ne? Das Cockpit? Ja, reparieren. Nicht so weit entfernen, bitte. Alles rotiert hier. Schwierig. Der Autopilot, ja. Ist repariert, ja. Okay. Oder? Dürfte passen. Okay. Ah, da ist noch etwas zerstört. Die Landekamera. Naja, gut. Es gibt Wichtigeres, aber okay. Versuchen wir die nochmal zu reparieren. Nicht so weit. Hallo? Schleudert uns da mal raus. So. Wo ist die Landekamera? Ein sehr unheimlicher Planet hier. Sie wirkt ja noch fast unheimlicher wie das Grabmal der Riesen. Wo ist die Kamera? Da ist sie, oder? Sehe nicht, wo die Landekamera ist. Aber ehrlich gesagt, wir könnten auch auf sie verzichten, falls ich es jetzt nicht finde, auf die Schnelle. Bin ich blind? Ganz offensichtlich schon. Ich sehe es nämlich nicht. Dann gehen wir rein und fliegen weiter. Brauchen die Landekamera höchstwahrscheinlich ja eh nicht. So. Ich habe leider ein bisschen die Orientierung jetzt verloren, aber wir gehen zum Roten. Obere Hülle beschädigt. Naja, wenn wir Pech haben, wird sie gleich noch viel mehr beschädigt werden. Das ist ja komisch, dass da Lichter sind und du denkst, da ist was und da ist dann doch nichts. Da ist ein Scheiß. Da sind mehrere Anglerfische. Oh shit! Du stirbst dann einfach. Ich meine, ich hab's mir ja fast gedacht. Aber ehrlich gesagt, ich habe gehofft, dass es doch noch irgendwas anderes gibt. Aber ja, dann vergessen wir Schwarz dann erstmal. Ich weiß gar nicht, ob das einen Eintrag gibt. Das muss vom Kometen sein. Seht ihr das Ding, was da wegfliegt? Naja, wie auch immer. So, jetzt versuchen wir mal konkreten Hinweisen zu folgen. Jetzt haben wir mal alles ein bisschen angeguckt. Jetzt müssen wir mal schauen, dass wir etwas auch wirklich konkret rausfinden. Okay, jetzt ganz systematisch. Quantenhain, ja. Ja, hier gibt es mehr zu entdecken im Quantenhain. Ich weiß es, aber ich habe es nicht rausfinden können. Wir könnten es ja mal anschauen. Mehr zu entdecken. Ich konnte aber nicht mehr entdecken. Das ist hier. Sollen wir vielleicht mal da hinschauen, im Quantenhain. Da war ich mal. Aber das habt ihr nicht gesehen, weil ich das auf dieser zerschrotteten Aufnahme gemacht habe. Es ist einfach so, ja, ich zeig's euch am besten gleich und vor allem, ich habe das kurz gesehen und bin dann weiter. Hätte man vielleicht genauer erforschen müssen. Ist das der Quantum? Nein. Nee, das ist diese Shit. What? Wieso schaut denn das jetzt so aus? Und wo ist der andere Kollege hin? Na, der ist noch da. Also die Landung war jetzt alles andere als bravourös, aber ist jetzt egal. Der hat wahrscheinlich nichts Neues zu sagen, aber wenn wir schon mal da sind, spreche ich ihn an. Ja, habe ich doch. Ja, das haben wir alles schon mit ihm besprochen. Also es bringt jetzt dann nicht so viel mit ihm zu... Das bringt jetzt nichts.
Okay. Gehen wir weiter. Das ist nicht das, was ich suche. Boah. Ich bin immer noch ganz aufgewühlt von den Erlebnissen. Ohne Schmarrn, ey. Das Spiel erinnert mich wirklich ein bisschen an Subnautica. Das macht es nämlich ähnlich. So, wo ist denn der Quantum-Hai nochmal? Muss man den selber wieder finden? Hier war ich auch noch nicht drin. Ja, da ist sogar was. Hallo? Hier ist sogar was. Hallo? Was soll das? Ich wollte nicht in den Orbit. Das glaubt man ja gar nicht. Ich gebe voll Schub, ne? Okay. Ich werde mal da oben drin landen. Das ist jetzt zwar nicht das, was ich wollte. Wieder mal. So geht's mir die ganze Zeit. Ich sehe irgendwas und. Oh, was ist das? Oh, was ist das? Ja, wir landen jetzt da drin. Das machen wir jetzt mal. Sehe ich jetzt gar nicht ein. Wir müssen das jetzt mal raus. Oh, zu viel Schub. Gut. Das ist witzig, dass wir jetzt hier sind. Kommen wir da rein? Abbaustätte 2B. Oh, wir kommen rein. Sehr gut. Abbaustätte. Was haben sie denn hier abgebaut, die Nomai? Hätte ich überhaupt nicht gedacht, dass wir noch so eine Nomai-Stätte hier finden. Hier, auf dem Heimatplaneten. Man sieht ja wirklich nicht gerade viel, oder? Kommen wir da drüber? Was? Ich hätte meinen Raumanzug mitnehmen sollen. Der trinkt ja sofort. Unsere Erlebnisse sind heute sehr kurz. Oh, Junge. Okay. Das war dumm. Oh. Machen wir aber gleich nochmal. Aber diesmal nehmen wir den Raumanzug mit. Immer wenn man erstickt, holt er so Luft, ne? Raumanzug anziehen, kein Blödsinn mehr machen. Abbaustätte. Die wollten doch das Auge des Universums finden. Ich verstehe so gar nicht, was die eigentlich hier gemacht haben, die Nummer. Wozu haben sie hier was abbauen müssen? So, wo war das jetzt nochmal? Okay. Muss mal schauen, wo das war. Welcher von diesen. Der hier nicht. Der große, hä? Entschuldigung, Leute. Manchmal muss man eben niesen, um zu fließen. Irgendwie mache ich es permanent falsch. Der Chaosflug 2000 geht weiter. Mach es dann hier? Nein? Haben wir jetzt nicht alle untersucht? Haben wir jetzt nicht alle untersucht? Bin jetzt komplett verwirrt. Was? Aber dieser Schwarzdornsamen, der darf sich hier nicht ausbreiten, sonst ist wahrscheinlich der Planet hier in Gefahr. Ach, hier muss es sein. Hier muss es sein. Das ist nicht bei den vier großen Geysiren, sondern dieser einzeln stehende. Okay. So, jetzt aber. Immer schön Schub geben, nicht übertreiben. Gut. Das war eine saubere Landung, aber diesmal nehmen wir auf jeden Fall unseren Anzug mit. Ich nicht gedacht, dass man hier auf den Heimatplaneten einen Anzug braucht. Aber okay, gut. Da ist auch noch ein Pfad, aber wir gehen natürlich in dieses Gebilde. Okay, Abbaustätte ist das hier.
Okay. Hoffentlich finden wir noch mal was raus hier. Hm? Vielleicht können wir hier auch Licht machen. Ah, nee, wir kommen hier nicht drüber. Na gut, wir haben einen Anzug, also ist alles halb so wild. Ja, vulkanische Aktivitäten hier. Ich hoffe, wir kommen hier dann rein, um hochzukommen. Ja, sehr gut. Was ist jetzt kaputt? Ah, wir sind oben. Ich dachte, es geht noch höher. Okay, hier wird man gebremst. Hier ist wieder dieser Weltallstein. Oh. Hier erfahren wir auf jeden Fall etwas. So. Ueno, habe ich noch nicht gelesen, diesen Namen. Ich bin noch immer fasziniert davon, wie viel Erz das Projekt Zwillingsasche verschlingt. Für das Projekt Zwillingsasche, also brauchen sie das. Ist das nicht das Erz, das für den Bau der übrigen Türme auf Zwillingsasche gebraucht wird? Ich habe gesehen, wie riesig die fertiggestellten Türme sind. Nein, das Material für die Türme wird allein auf Zwillingsasche gewonnen. Das Erz, das wir hier abbauen, wird zur Herstellung einer immens dicken Schutzhülle verwendet, die die Kammer im Kern von Zwillingsasche physisch abschirmen soll. Was zum Teufel? Wenn alle Eingänge komplett versiegelt werden, will ich aber niemand danach meckern hören. Okay. Oleos, hattest du es Lehrling nicht verboten, solche schlechten Scherze zu machen? Wie soll er denn sonst besser werden? Ich bin erleichtert, dass sich der Clan entschieden hat, die Erze von Holzkamin ausschließlich für den Bau der Hülle zu verwenden. Wenn sich das Leben auf diesem Planeten bis zur fortgeschrittenen Metallurgie entwickeln sollte, bin ich zuversichtlich, dass wir ihnen nicht die Möglichkeit genommen haben, selbst Großartiges zu erschaffen. Wie weitsichtig von ihnen, hm? Interessant. Okay. Frage ist, wo gehen wir hin? Wir haben wieder zwei Möglichkeiten. Gehen wir erstmal hier hin. Aha. Hier gibt es wieder einen Projektor. Zwillingsasche. Aha. Ich meine, wir wissen ja, wie es dort ausschaut, weil wir schon dort waren. What? Ist dieses Zwillingsasche der Grund, warum wir immer wieder wiederbelebt werden in dieser Zeitschleife? Das sieht nämlich so aus. Ja, genau. Das kannst du dir nicht ausdenken. Ich wollte nur aus der Projektion rauslaufen und ich laufe hier auch raus. Aber ist jetzt nicht so ein Riesenproblem. Wir können einfach hier hin. Okay. So, here we go. Verrückt. Ich glaube, wir haben da noch nicht alles gesehen. Guck mal nochmal rein. Nehmen wir uns das mal. Weil ich glaube... Was ist denn das hier? Wir können ihn doch hier einsetzen. Dann können wir auch was lesen, denke ich. Aber das hier ist auch etwas, das sollten wir... Oh, was steht denn hier? Hab Dank für die letzte Lieferung, Ueno. Damit sollten wir alle Materialien haben, die wir für das Projekt Zwillingsasche benötigen. Sobald wir mit der Hülle fertig sind, die die zentrale Kammer versiegelt, werden wir sicherstellen, dass es keine physischen Öffnungen mehr gibt. Aha. Raimi und ich werden das Innere und das Äußere auf Risse untersuchen. Unsere letzte Sicherheitsprüfung. Das sind aufregende Nachrichten. Kann ich mit einem zusätzlichen Satz Augen bei der Überprüfung helfen? Konkret ausgedrückt mit meinen Augen. Sobald meine Arbeit hier vollendet ist, würde ich unheimlich gerne helfen. Wir wären dir dankbar, wenn du das tun würdest. Je mehr Augen nachsehen, desto eher finden wir auch die kleinsten Fehler oder Undichtigkeiten in der Schutzhülle des Projekts Zwillingsasche, die eine Katastrophe verursachen könnten. Tja, ist da vielleicht noch ein Leck oder was ist das Problem, hä? Was ist das hier? Gar nichts. Ich dachte, das wäre was. Sieht halt so aus. Okay. Die
frage mich wirklich, ob das Projekt Zwillingsasche irgendwie schiefgelaufen ist und deswegen haben wir den Schlammmassel hier. Könnte sein, nicht wahr? Überall die Skelette. Da kommen wir doch niemals drüber, oder? Nein, tun wir nicht. Ich glaube, viel mehr gibt es hier nicht zu sehen. Ich frage mich, ob ich auf der anderen Seite nochmal kurz gucken soll, dann können wir eigentlich schon wieder abzischen. Eigentlich war das ja auch nicht genau das, was ich wollte, ne? Ich wollte ja eigentlich ja was anderes. Moment, wo ist nochmal der Eingang hier? Hier ist das Schiff, okay. Okay. Genau. Die unteren Ebenen hier. Da noch was ist. Autsch. Ich glaube nicht, dass es sich lohnt, da nochmal nachzuschauen. Wir gehen einfach mal. Okay, was wir doch ursprünglich wollten, war doch dieser komische Hain. Es gibt wirklich so viel zu entdecken. Man muss so viel lesen und ich weiß immer noch nicht genug. Ich weiß eigentlich immer noch so wenig, dass ich noch nicht genau weiß, was wir hier tun. Immer noch. Das wird wohl dauern. Da ist der Quantenhain. Okay. Ja, genau, hier. Gab es, glaube ich, irgendwie einen ganz netten Weg rein? Ich weiß es jetzt nicht genau. Wir bleiben jetzt mal hier stehen. Oh, Moment. Moment, Moment. Ich sollte den Treibstoff auf jeden Fall. Genau. Gut. Ich nehme jetzt mal den Anzug mit, obwohl hier alles ja, ne, bewohnbar ist, aber könnte man vielleicht doch gebrauchen. Ja, das ist dieser verrückte Quantenhain. Den habe ich immer noch nicht ausgecheckt. Moment, was ist denn das? Hier ist ein Loch. Das habe ich... Okay, krass. Damit habe ich jetzt nicht gerechnet. Autsch. Das ist wieder dieser Stein, der irgendwie immer seine Position wechselt. Du schaust kurz weg. Und er ist weg. Ich weiß ja nicht, was das Sinn und Zweck des Ganzen hier ist. Was könnte man hier in Erfahrung bringen? Hä? Das Schild hat es jetzt auch... No! So mies, du musst sie alle im Auge behalten, sonst verschwinden sie, die Sachen. Im alten Wald ins dunkle Halt. Auf der Lichtung bald. Also im alten Wald. Ins dunkle Halt. Auf der Lichtung bald. Ein Schatten kalt. Was gibt's denn hier zu entdecken? Es macht mich hier wahnsinnig. Krass fand ich, dass der Geysir gerade hier war. Jetzt ist kein Geysir hier. Ist schon verrückt, oder? Aber gerade eben war noch einer da. Unidentifizierbares Signal in der Nähe. Hier, nee, hier irgendwo. Es muss hier irgendwo sein. Hier, taucht es auf. Aber es ist nicht das. Oh. What? Was war jetzt das, bitte?
kommt immer näher. Es kommt immer näher. Was sind das hier für unheimlichen Sachen? Jetzt kommt es nicht mehr näher. Ist das der Eindringling? Macht der diese Geräusche? Könnte sein, nicht wahr? Hä? What the shit? Okay. Hier ist irgendwo noch ein unidentifizierbares Signal in der Nähe. Der Geysir ist wieder da. Er ist wieder aufgetaucht. Seht ihr, was ich meine? Also ich verstehe nicht. Ich komme nicht weiter mit diesem Hinweis. Überhaupt nicht. Check's leider nicht. Hör, der Geysir ist jetzt hier. Och, verrückt. Ja. What? Wir sind hier drin gelandet. Okay, das ist ziemlich krass. Was gibt es hier noch zu entdecken? Okay, hier werden wir in einen Sog. Wahrscheinlich zu einem anderen Geysir hochgeschleudert. Schon mal her. What? Wie geil. Nach näherer Untersuchung hat sich das Abbauen an Stätte 2a als gefährlich für das einheimische Leben in einigen Höhlentümpeln herausgestellt. Daher müssen wir den Abbau leider auf eine andere Stätte verlegen. Aber immerhin, neue Lebensformen. Diese Spezies ist semi-aquatisch und sehr widerstandsfähig. Das Ökosystem hier ist ziemlich robust. Also glaube ich, dass es sich aus langer Sicht gut entwickeln wird. Seid vorsichtig in der Nähe der Tümpel, wenn ihr sie in 2a besuchen wollt. Weil da kommen sie her, ne? Sie erinnern mich an eine unterirdische Spezies, von der meine Mentorin Melorae mir einmal erzählte, aus der Zeit, als unser Clan noch durch diese Universum gereist ist. Ich könnte mir vorstellen, dass sie diese Lebensform sehr gemocht hätte. Einmal beobachtete ich sie während einer Pause und die Stunden sind im Nu verflogen. Sie sind faszinierend. Ich frage mich, wozu ihr viertes Auge gut ist. Es gibt ein paar andere Höhlenfundstätte, die vielversprechend aussehen. Was ist mit Stätte 2b? Sie besitzt ähnliche Formation und Ausrichtung. Das klingt vielversprechend. Wirst du mit deinen Mentor Nachforschungen anstellen? Wenn sich die Abbaustätte 2b für diesen einheimischen Spezies als sicher erweist, werden wir unsere Arbeit dorthin verlagern. Stätte 2b ist sicher. Poleus sagt, wir werden weiterhin unsere Aktivitäten und ihre Auswirkungen auf das Leben hier überwachen. Ich finde es lustig, ne? Wir haben schon sehr früh gesehen. Das sind sie, die früheren Lebewesen. Unsere Vorfahren. Okay, hier ist so ein Geysir, mit dem wir halt... Hey, das ist doch da, wo wir vorhin waren. Hier ist die Landezone. Krass, wir kommen aber jetzt nicht mehr zurück. Oder? Gibt es eine Möglichkeit? Hier vielleicht? Boah, shit. Ist das gut? Boah, shit. What the shit? Wo sind wir? Aha. Hier ist auch etwas. Hier war wohl eine Abbaustätte, aber die haben sie wohl schon lange, lange, lange aufgegeben. Oder das ist hier von uns? Schau mal, das ist ja zum Auffüllen des Jetpacks. Kann ich jetzt aber gerade nicht. Also hier war schon mal jemand und hat hier geforscht. Aber das war eine... es waren nicht die Nomai. Ich hätte nicht gedacht, man sich hier durch den Planeten hier durch so ein Höhlensystem zieht. Wie verrückt ist das bitte? Shit, Mann. Oh nein! Shit.
Puh. No! Ich wollte nicht hoch. Oh. Gott. Schnell weiter, bevor... Oh. Wie verrückt ist das, bitte? Wo ist... Wir sind wieder in dieser Haupthöhle. Da sind wir rein. Okay, wir kommen wahrscheinlich gar nicht anders hier raus. Wir müssen tatsächlich eine dieser Röhren nehmen. Da sind wir vorhin rein. Es geht auch gar nicht anders, oder? Ich sehe jetzt keine andere Möglichkeit. Ist das verrückt? Diese Quantum-Hain hat uns jetzt hier sonst wohin gebracht. Da gehen wir jetzt hoch. Nee, schaffen wir nicht, schaffen wir nicht, schaffen wir nicht. Wir müssen den nächsten nehmen. Tja, auf geht's, ne? Wie verrückt ist das bitte? Hier geht's auch irgendwie hoch. Das ist wohl einer dieser anderen. Wenn das Ding nicht speit, kommen wir nicht raus. Okay, nehmen wir den nächsten. Die waren etwas heftiger. Da wirst du ja fast automatisch hochgebracht. Nämlich die hier. Oh nein, jetzt... Jetzt sind wir einfach dran vorbei. Oh Mann. Okay, gibt es denn hier noch diesen Geysir oder ist der einfach nicht da? Das ist ja total verrückt, dass wir rein konnten. Ja, jetzt können wir raus. Wir müssen jetzt nur warten, bis jetzt wieder der Schub kommt. Halle! Luja, da ist das Schiff. Okay. Ja, die Sonne. Ja, super, ne? Das sieht ja gar nicht gut aus. Ja, die Sonne. Ja. Ich glaube, es bleibt keine Zeit mehr, irgendwas zu erkunden. Okay, trotzdem gucken wir uns das jetzt mal an. Haben wir irgendwas rausgefunden? Ja, Minen der Nomai. Da schau her, Projekt Zwillingsasche. Ja, das ist sehr wichtig, offensichtlich. Wir müssen in die innere Kammer von Zwillingsasche... wir müssen nochmal auf Zwillingsasche drauf. Haben wir noch ein bisschen Zeit? Kaum, aber wir werden es nochmal probieren. Gut, los geht's. Wir haben wahrscheinlich eh keine Zeit mehr. Und die Sonne, naja. Ihr habt ja gesehen, wie sie ausschaut. Ja, das ist halt nichts, ne? Was ist jetzt Zwillingsasche, bitte? An der anderen Seite, oder was? Nö. Da sind sie doch direkt. Lindy, oh, nicht auf dem Mond. Danke. Hier sehen wir nochmal den kompletten Planeten. Na, wir haben keine Zeit mehr, irgendwas zu erkunden, denke ich. Ist viel zu schnell, Mann. Viel zu schnell. Okay. Sind wir nochmal drauf zu landen. Oh Gott. Oh Gott. Was ist denn los? Wir entfernen uns ja sogar. Wo ich die ganze Zeit Schub gebe. Hallo. Wir müssen noch näher kommen. Oh Gott, jetzt kommen wir zu nah. Oh, diese Rotation ist so nervig, ne? Okay, okay, hier landen wir oben drauf. Gut. Geschafft. Irgendwie. Na gut, wir haben nicht mehr viel Zeit. Da ist wieder dieser Teleport, den wir nicht nutzen können.
Wir haben echt nicht viel Zeit. Schauen wir, dass wir noch ein bisschen was rausfinden. Da waren wir das letzte Mal, als uns die Supernova erwischt hat. Jetzt kommen wir ein Stückchen näher. Ja, das ist doch ein Teleport. Aber hier geht's auch runter. Was ist das bitte? Oh. Ah, wir müssen... Der Dreck ist hier. Diese. Okay. Hier ist unsere erste Lieferung. Yarov. Ein Warpkern, ganz frisch aus der Schwarzlochschmiede. Ach, deswegen haben sie es gebraucht. Root installiert ein Zwilling des Kerns auf dem bröckeligen Krater, noch während ich das schreibe. Der ist dann hochgegangen. Das ist das Schwarze Loch wahrscheinlich. Hab Dank, Clary. Und damit ist das Projekt Zwillingsasche aktiv. Haben die hier so viel Mist gebaut? Ich wünschte, ich könnte hier auf deine Rückkehr warten, aber die Schmiede verlangt nach mir. Ich kehre bald mit weiteren Materialien zurück. Ich muss gestehen, ich bin unglaublich neugierig darauf, dass du und Poke auf der Weißlochstation gefunden habt. Was du und Poke? Was zum Aufbau dieses Projekts herführte, darf ich bei euch bei Gelegenheit einen Besuch abstatten, um mehr zu erfahren? Ich empfehle dir durchaus, dies zu tun. Die Weißlochstation ist das Modell, dem alle Türme für das Projekt Zwillingsasche nachempfunden sind. Ein Besuch auf der Station wäre also absolut die Mühe wert. Ich sollte mich präzisieren. Ich würde gerne die Weißlochstation mit dir besuchen, Clary. Es wäre mir eine Freude, dir unsere Erkenntnisse zu erklären. Yarov, hör auf, mit meiner Schwester über die Prollwand schöne Augen zu machen. Im Hinblick auf romantische Avancen macht die Einfältigkeit meiner Schwester selbst der Dichte von Neutronensternkonkurrenz. Und besuchen sie endlich auf der Weißlochstation. Weißlochstation, so, so. Da müssten wir wohin, tippe ich mal. Gibt es noch etwas in diese Richtung? Ja, es geht weiter. Wir gehen auch weiter, solange wir können. Beeilen wir uns ein bisschen. Können wir hier rein? Ja. Da waren wir auch noch nicht. Hä, was ist hier? Ist wieder so ein Teleporter. Hä? Funktioniert der? Ich weiß es gar nicht mehr. Ich konnte einmal auslösen, als ich ins schwarze Loch gefallen bin. Vielleicht sollte ich sowas ähnliches wieder probieren. Das sind Teleporter, das weiß ich deswegen. Ist das verrückt. Dieser Anblick, ne, der fasziniert mich jedes Mal. Oh, da oben, wartet mal. Aber hier waren wir schon, ne? Ja, genau. Hier war dieser Kodex. Ja, ja, okay, hier waren wir schon. Das kennen wir schon. Aha, hier waren wir nicht drin. Und das können wir auch nicht, weil es kaputt ist. Blöd. Mal sehen, ob wir da irgendwie reinkommen. Oh, oh, hier. Aha. Ich habe dich schon länger nicht kontaktiert, Pi. Wie geht es dir und I... Was? Idae mit den Plänen der Sonnenstation voran. Meine derzeitige Einschätzung der Situation lautet, dass unser Plan entweder mit einer großen Explosion fehlschlagen wird oder mit einer großen Explosion erfolgreich sein wird. Pi, du weißt bereits, dass ich solche Witze nicht lustig finde. Die Hypothese, es könnte beiden von euch zudenklich sein, dass Zeit... Oh nein, es explodiert, wir müssen schnell alles lesen, bevor es vorbei ist. Es ist nämlich vorbei. Heftig, Mann. Ich glaube, wir können keine weitere Expedition für heute starten. Weil... Die Zeit reicht einfach nicht. Ich konnte das hier noch schnell irgendwie lesen. Die Schiffslog wurde aktualisiert. Ich muss jetzt nachlesen, was wir rausgefunden haben. Und wir müssen jetzt echt mal strukturiert planen, wie wir weiter erkunden. Weil sonst kommen wir nicht vorwärts. Einfach blind irgendwie erforschen, das wird nichts, denke ich. Schauen wir mal. Ich fand's so cool, ne, dass dieser Planet Holzkamin... Ah, das haben wir ja heute völlig vergessen, fällt mir gerade auf. Essen wir mal ein Marshmallow zum Abschluss zumindest. Sehr schön. Boah. Scheint ja super zu schmecken. Boah. Okay, gucken wir uns das Schiffslog nochmal an. So. Also, hier haben wir ein verbindendes Element gefunden. Aha.
Die Türme der Zwillingsasche. Mehrere große Nomai-Türme bilden einen Ring um den Äquator von Zwillings. Das haben wir schon rausgenommen. Die Weißloch-Station diente als Vorlage für diese Türme, die für das Projekt Zwillingsasche gebaut wurde. Die Weißloch-Station? Jeder Nomai-Warp-Turm ist auf einen bestimmten Himmelskörper ausgerichtet. Der Warp-Turm. Um einen Turm zu verwenden, musst du auf den Warp-Plattform stehen. Das ist diese Plattform. Während der Turm auf den entsprechenden Himmelskörper ausgerichtet ist, wenn der Himmelskörper direkt darüber steht. Die Nomai stellen etwas Seltsames fest. Geworbte Gegenstände scheinen kurz vor dem Verlassen... Ja, dass sie vorher da sind, ja. Das negative Zeitintervall. Ja, okay. Das ist das, die Weißloch-Station. Aha. Man kann das auch markieren, dann kann man sie besuchen. Was haben wir hier? Die Nomai berieten sich über den Bau einer Sonnenstation, um das Projekt Zwillingsasche zu betreiben. Die Nomai errichteten etwas namens Sonnenstation, aber nicht jeder unterstützte den Bau. Ja, wahrscheinlich, weil... Wo gibt es mehr zu entdecken? Die sonnenlose Stadt. Da müssen wir uns nochmal umgucken. Wir müssen nochmal auf den bröckligen Krater. Rettungskapsel. Was gibt's denn hier? Anglerfischfossil. Ich habe eine Höhle mit einem Anglerfischfossil darin gefunden. Genau. Die Nomai lernten, wie man Anglerfische meidet. Theoretisch zumindest. Indem sie ein Anglerfischfossil untersuchten. Aha. Was haben wir hier? Die alte Siedlung. Das ist das auf der Zwillingsasche, ne? Die Nomai arbeiteten zusammen, um ein Signal in Form eines Auges abzurufen. Das Signal war älter als das Universum selbst. Ja. Ah, da gibt es noch mehr zu entdecken. Na, ich verstehe, da wo dieses Ding ist, dieses Sternchen, da musst du nochmal hin, da hast du was zu übersehen, ne? Genau. Die Rettungskapseln. Alles klar. Das ist jetzt nichts Besonderes. Die Nomai-Stadt unter dem nördlichen Gletscher von Bröckliger Krater. Genau, die hängende Stadt. Es gibt hier noch mehr. Die Stadt ist vertikal in 4 Bezirke unterteilt und die habe ich noch nicht alle besucht. Ich habe wirklich einen Bezirk vielleicht und dann auch nicht mal, oder vielleicht 2. Sehen. Das ist natürlich nix, ne? Hey, Moment, ich wollte noch mehr sehen. Genau. Ja, der die Schwarzlochschmiede anhebt und absenkt. Aber ich bin nicht reingekommen. Da müssen wir uns nochmal umgucken. Das Gefährt. Der Warpkern des Gefährts zerbrach, als das Schiff ins Schwarzloch abstürzte. Deswegen schaut Schwarzloch wahrscheinlich so aus, wie es ausschaut. Aha. Die Nomai entdeckten ein Quantensignal, das von irgendwo auf den Sanduhrzwilling kam. Quantenheim. Ja, ich kapiere das Quantenheim einfach nicht. Ein Quantensignal. Ja, genau, dieses Signal. Dieser Turm am Äquator vom bröckeligen Krater diente den Nomai als Wissensspeicher auf ihren ersten Pilgerreise zum Quantummond. Ja, das wissen wir schon. Das ist diese, ja, die Kanone sozusagen. Ich holte einen Nomai-Shuttle vom Quantummond zurück. Ja, das haben wir gemacht. Was haben wir hier? Das Projekt Zwillingsasche wurde im Hochenergielabor geplant, ein Gebäude mit großen Solarkollektoren am Äquator des Glutzwillings. Das Hochenergielabor wäre auch mal gut zu besuchen, nicht wahr? Mein Gott, gibt es viele Hinweise. Was ist denn das? Die Minen bauten Erz von den Städten ab und schützten die Hülle, die zentrale Karte. Das haben wir gerade gemacht, genau. Okay. Da gibt es auch noch viel. Ja, ich konnte mich da nicht wirklich umgucken. Aber wir sehen, das Netz wird immer... Also... Immer dichter, immer mehr. Okay, was machen wir denn jetzt als nächstes? Untiefen der Riesen? Oder? Das ist halt die Frage. Ich setze mich mal kurz hier hin, dann schauen wir uns nochmal die Karte an. Also ich denke, dass hier auch noch einiges ist. Hier ist die hängende Stadt, die haben wir noch nicht komplett untersucht. Außerdem ist hier irgendwo noch diese komische Kanone, die müssen wir untersuchen. Hier befinden sich auch ganz viele Geheimnisse und das größte Geheimnis ist, denke ich, hier. Dieser Planet ist für mich ein absolutes Rätsel. Keine Ahnung, was das zu bedeuten hat. Diese ekliptische Laufbahn. Was ist das? Sollen wir da mal schnell noch hin? Zum Abschluss probieren? Sterben wahrscheinlich. Was habe ich denn hier markiert? Welches Ziel habe ich markiert? Wo ist es denn? Wo ist es? Das hier. Was ist das? Zum Abschluss reisen wir da nochmal hin. Ich will sehen, was das ist. Na, da bin ich ja mal gespannt. Ja, wie gesagt, das Spiel ist so gut, ne? Du hast immer Bock, weiter zu erkunden. Super cool. Was zum Teufel ist das?
Ist das eine Sonde? Ein Raumschiff? Was ist das? Schön langsam jetzt, schön langsam. Wir steigen aus. Ich schaue es mir ganz kurz an. Auf geht's. Was ist das? Ist das ein Satellit? Was ist das? Das ist auf jeden Fall vom Holzkamin irgendein Konstrukt. Wir können nichts damit anfangen. Können wir irgendwie mit dem Display interagieren oder so? Falschen Knopf gedrückt und schon stimmt gar nichts mehr. Wir können nichts damit anfangen. Okay, egal. Na gut, dann gehe ich ins Raumschiff zurück und wir beenden die Folge für heute. Upsale. Vorbeigeflogen. So. Okay, here we go. Okay, Leute, das war's für heute. Krasse Geschichte. Aber so richtig was haben wir noch nicht rausgefunden. Na doch, wir finden immer mehr raus, aber es... Ich habe noch kein Bild. Vielleicht ja das nächste Mal. Leute, vielen Dank fürs Einschalten und wenn es euch auch interessiert, ob wir und wann wir etwas Entscheidendes hier rausfinden, schaltet das nächste Mal wieder ein. Also Leute, gute Zeit euch, euer MacMo, peace out. Servus.